Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 und wir werden hier gleich mal den Wegpunkt. Wir müssen zum verlassenes Feldlager. Und da ist auch schon der Imperius und dann mal gleich. Oh, Truhe. Mal quatschen. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Ich brauche euren Dank nicht. So, wir sollen Belagerungsruhen suchen und wir werden sie finden. So ist das nun mal. Es ist so vorherbestimmt. So, da sind wir ja schon. Guck mal da. Ist ja schon wieder was. Können wir kaputt machen. No, hier aufgespießt. Die Ebenen des Wahnsinns sind ein raues Pflaster und ihre Einwohner müssen listenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher, die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen hüllen. Sie erscheinen als mächtige Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich kleiner ist. Nicht alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Dieser Ort gleicht dem Albtraum eines Verrückten. Ich bin dazu verflucht, eine Armee aus Blinden anzufügen. Sie merken nicht, dass die Engel aus diesem Reich fliehen und die, die sie noch finden, nur gefangen oder verloren sind. Uns erwartet eine große Veränderung. Zieht euch vom Feld zurück, meine Brüder. Manche Schlachten kann man nur mit Worten gewinnen. Wir haben diese Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Manche Schlachten kann man nur mit Worten gewinnen. Das sind ziemlich interessante Worte, obwohl ich nicht alles zu versteckt der verlorenen Legion. Meine Güte. So, ich würde sagen, wir gehen da unten erstmal rein, wa? So in dem Versteck da. Da geht ja schon gut los hier, wa? Alter Falter. Brennende Pfeile für dich. Wer hat den Überblick verloren? Ich hab den Überblick verloren. So. Alles Schund hier. Alles Schund. Schild könnte vielleicht
Schild könnte vielleicht irgendwas sein. Na, für ihn? Nee. Oh, seltener Schulterschutz. Ja, komm, nehmen wir mit. Da siehst du. Oh, hier haben wir ein neues Zeremonienmesser. Intelligenz. Angriffsgeschwindigkeit 4%. Behalte ich trotzdem das andere. Warum? Weil das andere mehr Erfahrung gibt. Das ist jetzt ja. Gut, ich habe jetzt zwar einen besseren Schaden, aber. Ach, sind wir doch mal ehrlich. Schaden machen alle anderen, nur nicht ich. Das hat immer noch nicht. Mitten ins Herz. Noch nicht bereit. Ich weiß ja nicht, wer hier wo kämpft. Alter Falter, das geht ab hier. Aber wir haben's. Wir haben hier irgendwas erreicht. Mir angezeigt hier. So, da unten ist da noch irgendwas? Nö. Doch, doch, doch. Gut. Naja, sieht doch gut aus. Hätten wir geschafft. Hier nach oben gehen. Ach verdammt, ich hab die falsche Taste gedrückt. Naja, ohne Schneuert. Mal immer ständig hier. Braucht mehr Zeit. So, von da oben kommen wir, kann das sein? Ist da oben jetzt noch irgendwas? Nee. Oh, hier drüben ist noch ein Haufen. Gut, habe ich jetzt ja nicht gesehen auf der Schnelle. Fliegt denn alles um die Ohren hier, ey? Was ist das hier? Verseuchte Ruinen. Naja, mal ran da. Neues Ereignis. Rette Kurt. Ach, was weiß ich. Der hat gut lachen. Truhe ist verflucht. Noch nicht bereit.
Gerade, also das ist mir ja schon ein paar Mal aufgefallen, gerade diese ganz starken Gegner sind ziemlich schnell am Umfallen. Ich glaube, das hat aber was mit Edgar zu tun, hä? Macht der nicht irgendwie, war da nicht irgendwas von wegen, der macht noch mehr Schaden, wenn du dann Elite-Gegner hast oder sowas? Wie hieß der? Bewahrer, was? Mach mal auf hier, Bewahrer. Haschemel. Okay. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt tot. Das ging jetzt aber schnell hier, du. Gut, dann werden wir mal weiter in die Richtung. Ach nee, brauchen wir ja nicht. Hier ist noch ein loser Stein. Hier ist was für euch, ihr kleinen Piranhas. Fütterungszeit, Fütterungszeit. So. Ja, ja, mach du mal. Zieh das mal hier unten lang. Ich verstehe, warum Maltael von diesem Ort angezogen wurde. Der Tod liegt hier in der Luft. Ne. Die Ebenen des Wahnsinns sind das Alpha und das Omega des ewigen Konflikts. Sie liegen im Zentrum aller Dinge und verbinden das Reich der Himmel mit dem der Höllen. Vor langer Zeit, als die Engel noch jung waren, fand der Aspekt der Weisheit hier das Auge von Anu. Er taufte es den Weltenstein und die Himmel schworen, ihn zu beschützen. Hier ist doch schon irgendwas. Okay, haben wir. Den ersten haben wir. Sehr schön. Hier ist weiter nichts. Oh, doch, da. Etwas hat sich in der Festung niedergelassen. Dessen bin ich mir sicher. Lange habe ich die vom Kampf gezeichnete Fassade angesehen und vom Schutz ihrer Mauern geträumt. Doch was hat sich verändert? Die leeren Terrassen sind kalt geworden. Verzweifelt versuche ich, den Dämonen zu entkommen. Doch was auch immer im Inneren der Festung wartet, könnte noch schlimmer sein. Und wir werden es töten. Ephalem, wir haben etwas Brauchbares gefunden. Wer ist er denn? Engelsspeer. Vor langer Zeit wurden mit dieser Waffe eine gewaltige Belagerungsbestie und ihr dämonischer Herr besiegt. Bis heute hat sie nichts von ihrer Macht verloren. Leider greift die Waffe jetzt sowohl uns als auch unsere Feinde an. Doch wenn wir die Kontrolle über sie zurückerlangen, können wir sie gezielt einsetzen. Verteidigen. Okay. Kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Okay. Okay.
Kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Oh, Edgar. Freunde, ihr müsst hierher kommen. Mach mich bereit. Reparder, kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Sehr gut, jetzt waren sie ja hinter uns. Ihr werdet mir in diesem ewigen Gefängnis Gesellschaft. Bedauernswerterweise hat Kurekas die Waffe manipuliert und sie ist für uns nicht mehr von Nutzen. Doch zumindest kann sie keinen weiteren Schaden anrichten. Die große Waffe wurde als Reaktion auf Kurekas geschaffen, einen Dämonenfürsten, der auf einer riesigen Belagerungsbestie ritt und die Festung des Wahnsinns angriff. Unter großen Mühen kanalisierten wir Unmengen an Energie in die Waffe und konnten so Kurekas und seine Bestie besiegen. Doch bei seinem Tod wurde der Dämon aus unerfindlichen Gründen in die Waffe gezogen und greift uns seitdem unentwegt an. Das werde ich jetzt mal austauschen hier, das nehmen wir jetzt. Auch wenn jetzt die Erfahrung da fehlt, aber okay. Wir wollen ja nicht kleinlich sein, ne? So, gut, ich würde mal sagen, genau, nur mal kurz, mal schnell zurück. Gedönst hier ausdünnen. Da noch schnell hin. Da, keine jede Minute dauert. Glaube ich jedenfalls. So, hier ist weiter nichts. Okay. Naja, haben wir doch jetzt hier. War doch ganz gut. Hatten nicht wirklich Schwierigkeiten. Welch Reichtum! Ja. Unglaublich. Die Ebenen des Wahnsinns waren uns als Schlachtfeld vorbestimmt. Sie wurden im Chaos des letzten Kampfes zwischen dem diamantenen Krieger Anu und dem Drachen Tatamet geschaffen. Heute haben Äonen des Krieges die gesamte Oberfläche gezeichnet. Der Kreislauf aus Sieg und Niederlage ist die Grundlage unserer Existenz. Und die Essenz des ewigen Konflikts. Drachen finde ich ja voll cool, wa? Mag so die Schichten mit Drachen. Dieser Anblick lässt mich unsere Welt nur noch mehr schätzen. Kriegsgürtel. Wer ist denn er da? Ein glorreicher Kampf erwartet uns.
so viel Zeugs hier zu suchen, weißt du, aber nichts wurde saß. Oh, heller Loot. Euer Untergang ist besiegelt. Die Ramme ist hier. Doch ich muss zunächst sämtliche Belagerungsrunen finden. Okay. Oh je, ich muss mal husten. Ach, das ist ja Edgar. Ich dachte, er kam gerade vom Himmel gefallen. Husten unterdrücken, das ist immer eine ganz angenehme Sache. Eine Seefahrt, die ist lustig. Wie ich jetzt darauf komme, keine Ahnung. Noch nicht bereit. Sieht aus wie so ein Torbogen, oder? Ich fühle mich gesegnet. Wie weit geht denn 70, glaube ich, ne? Oh, wir haben eine neue. So Fähigkeiten kann ich ja noch gar nicht. Solange ich im Kampf bin. Jetzt? Nö, geht nicht. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Hier kommt euer Tod. Man kommt sich hier vor wie so in StarCraft, wenn die ollen Bugs hier kommen. Nee, wie sind die? Bugs war ja bei Starship Troopers, ne? Ja. Also kommt ihnen das hier so vor, wisst ihr? Die Piranhas freuen sich immer, dass sie hier so schöne Fressen haben. Was ist denn das? Was zum Teufel? Streift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gähnenden Loch im Zentrum. Irgendwie schafft er es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen und werden nie wieder gesehen. Boah, der Schaden eurer Zombiehunde und eures Kolosses wird um 50% erhöht. Ja, komm mir. Natürlich.
Geil. Habe ich jetzt zwei Hunde? Nee. Okay, wir wollen mal hier ins Reich der Vertriebenen, wa? Gucken wir da mal rein, da. Alter, geht schon los hier. Weiß zwar nicht was, aber geht schon los. Nachher kommen wir hier nicht mehr raus, wisst ihr? War eine Falle. Vor allem die Zombie-Hunde und Edgar, die machen sowieso hier, wisst ihr, schon so enorm viel Schaden. Ich habe in Kains alten Aufzeichnungen viele Einträge über die Monster der Ebenen des Wahnsinns gefunden. Er reiste vor 20 Jahren mit einer Gruppe Helden dorthin, um die großen Übel aus der Welt der Sterblichen zu verbannen. Und seine Entdeckungen scheinen ihn ganz schön mitgenommen zu haben. Manchmal wagte er es, einen Blick über den Rand der Festungsmauern hinauszuwerfen, woraufhin geflügelte Bestien erschienen, die seinen Namen riefen. Bin immer noch fasziniert von dem ganzen Level-Design, so dass Menschen so kreativ sind, sowas, ja, ich sag mal, machen zu können. Und dann sehe ich mich und denke immer so, völlig unkreativ. Aber dafür mache ich ja Let's Plays, dass ich das hier auch mal, dass man das auch mal würdigen kann, dieses Ganze. Öffentlich würdigen kann und sagen mir, gute Leute. Oh, hast du gesehen? Der Hund hat ihn gleich hier Nick gebissen. Ein echter Volltreffer. Ja. Fresst, meine Piranhas, fresst! Seht, was ich euch gebracht habe. Lecker Dämonenfleisch. Oder warte mal, ich hier... töte. Mein Gott. Überlegt ja, dass das vorher so ein olles Wesen war, wo wir jetzt hier drin sind, ja. Das ist ja wie bei Doctor Who mit der TARDIS. Das ist von innen größer als von außen. Und so ist das hier auch. Vielleicht ist das ja die TARDIS gewesen. Um Gottes Willen. Das wäre ja mal was. Meine Güte, ey. Oh, das ist schon der Ausgang, wa? Ja. Hier ist schon der Ausgang. Guck an, wir haben den Ausgang gefunden. So, dann werden wir mal wieder zurück. Wir haben ja hier noch ein bisschen ein paar Arme, die wir öffnen müssen oder begutachten müssen oder gucken müssen oder was auch immer. Hier ist nichts weiter.
Was sind da Truhen? Wir haben ja noch nichts gefunden. Hier muss auch irgendwo noch eine Truhe sein. Wir werden uns hier nicht ohne Truhe gehen lassen. Ich werde hier nicht rausgehen, bevor ich nie eine Truhe gefunden habe. Ich hoffe, wir finden die, ne? Ein echter Volltreffer. Davon werde ich noch lange erzählen. Quatsch nicht so viel, mache. So. Diese Feinde sind unglaublich. Oh, ein Ring. Wow, wir haben wieder was Legendäres. Yeah. So geil. Können wir gleich in die Stadt zurück, dass wir erstmal kicken, was das ist. So, gibt es keine Truhe, so wie es aussieht. Oder gibt es noch was, was ich noch nicht entdeckt habe? Kann natürlich auch sein. Lass sie mal kämpfen. Ja, hier oben. Da gibt noch einen Weg lang. Wieder zurück. Warum habe ich das übersehen? Ich weiß es nicht. Aber wenn da jetzt nicht mehr ist, dann können wir auch raus. Dann widerrufe ich meine Aussage von wegen ohne Truhe, geht hier nicht raus. Wir haben ja immerhin, haben wir ja hier so einen Ring gefunden. Gut. Ich sehe gerade. Warte mal, nee, wir müssen hier lang, ne? Ja. Ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder rum. Wir werden jetzt hier noch rausgehen, verschwinden. Und dann werde ich schnell in der Aufnahmepause hinübergleiten. Ins Städtchen. Werde dort. Oh, mich strecken? Nee, das machen wir gleich vor Ort. Naja, ich werde hier ein bisschen das Inventar aufräumen und den Ring analysieren und dann könnt ihr euch den angucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.